Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf dem Bilzerberg. Ich bin jetzt schon am Schwitzen. Aber es ist geil, weil wir haben 20 Grad. Wir können das erste Mal fahren. Und heute geht's rund. Bin ein bisschen aufgeregt, weil wirklich lange mit dem Auto nicht gefahren. Gefühlt alles umgebaut. Und jetzt gerade checke ich nochmal alles durch, weil mir ist ja eingefallen, komplett neues Brennsetup. Das heißt, wir müssen das ganze ABS auch neu konfigurieren. Weil ihr erinnert euch, ABS-Video, Conti RSX Renn ABS. Wir können eingeben, Bremsscheibendurchmesser, Reibkoeffizient vom Belag, Bremskolben, Volumen bzw. Fläche und alles. Das alles habe ich jetzt hier reingekloppt. Wir fangen erstmal mit einem entspannten Setup an, würde ich vorschlagen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze so fährt. Ich habe mir tatsächlich auch mal ins Display eine Lampe reingemacht. Ich habe es ja das eine Mal falsch erklärt. Also das ABS hat in gewisser Weise schon eine Bremskraftregelung zwischen vorne und hinten. Ich will jetzt nichts wieder Falsches erklären, aber es ist auf jeden Fall eine EBD-Funktion vorhanden. Jawohl. Jetzt mit dem GT3 erstmal hier los. Ist eine EBD-Funktion vorhanden und ich will mal sehen, ob die regelt, weil es gibt auch da ein Kennbus-Signal, welches sagt, EBD regelt jetzt gerade. Das habe ich mir aufs Display gelegt. Das heißt, ich werde gleich hier links und rechts so rote Kästen sehen, wenn das Steuergerät gesagt, ich regle jetzt gerade Bremse zwischen vorne und hinten. Genauso sehe ich ja wieder als ABS regelt. Dieses Mal müsste tatsächlich auch das erste Mal das ABS vorne regeln. Beim letzten Mal war ja der Sensor hinten vorne kaputt, das heißt, es hat nur hinten geregelt. Ja, so, das ist eine Sache, die ich hier gecheckt habe. Das passt jetzt soweit. Die nächste Sache ist natürlich Thema Motorsteuergerät. Und zwar, wir waren auf Prüfstand. Sage und schreibe 409 PS bei 2,7 bar. Das ist natürlich viel zu viel. Bisher bin ich immer nur so gefahren eine 2,0. Das Ganze hält so lange und recht gut, weil wir nicht weit über diese magischen 400 Newtonmeter für so ein Abarth kommen. Und das wollen wir heute auch nicht. Das heißt, wir lassen die Mitte, so wie sie bisher schon immer war, 2 bar. Und oben raus, ab 5,5, 6.000 geht's dann los. Allerdings habe ich ihn jetzt gedrosselt, erstmal so auf 2,2. Das heißt, er sollte jetzt 2,0 auf 2,2 ansteigend machen. Das sind dann so 360 PS. Das reicht vollkommen. Da können wir erstmal mit starten. Ne? Ja, sonst so habe ich meinen Recaro-Sitz hier drin. Fühlt sich gleich eine Sekunde schneller an, deutlich sicherer. Ich bin gespannt. Mit dem bin ich nämlich auch noch nicht wirklich gefahren. Das letzte Mal nur ohne Sperre. Getriebe ist das normale Getriebe mit einer Drechsler-Sperre drin. Das ist wieder heile. Ja, was haben wir sonst noch gemacht? Achso, hinten Dämpfer mit mehr Federweg. Habt ihr im letzten Video gesehen bei H&R. Vorne habe ich jetzt den Sturz rausgemacht auf ungefähr 3 Grad. Und wir haben niegelnagelneue Slicks mal drauf in einer Soft-Medium-Mischung. Die sind ein bisschen weicher. Die müssen wir jetzt auch erstmal einfahren. Und natürlich das neue Bremsen-Setup vorne hinten, was auch ganz anders ist als das alte. Also ich würde sagen, ich fahre einfach mal ein paar Runden. Jetzt gar nicht auf Zeit, sondern guck einfach mal so, was das Auto macht, wie das Auto bremst. Versuche das Auto auf jeden Fall auch mal ins Bremsen reinzufahren, ins ABS. Und gucke auf jeden Fall auch mal, wie das Ding so auf der Geraden beschleunigt, würde ich vorschlagen. Und dann komme ich einfach nochmal rein, weil wir müssen eh noch Luft ablassen von den Reifen, dies, das, jenes und so weiter. So ist der Plan. Aber wird gut. Ich freue mich. Könnte richtig schippern. Ich würde sagen, let's go. Viel Spaß. Danke. Versteht mich, bin es ja gewohnt hier drin zu schreien. Ja, ist für mich immer wieder ein Abenteuer, wenn es dann mit dem Auto dann doch losgeht. Bin jetzt auch echt lange ehrlich gesagt nicht mitgefahren, aber das wird schon. Also es geht jetzt in dem ersten Turn wirklich erstmal darum, gucken, ob alles geht. Ich muss checken, ob der Ladedruck passt. Ich muss checken, ob der Landerwert passt. Ich muss checken, ob mit dem ABS alles okay ist. Ja, und wenn wir dann ein paar Runden gefahren sind, dann geht es langsam los. Dann müssen wir eh noch mal anhalten wegen Reifentemperatur. Aber ihr könnt mir auf jeden Fall die Daumen drücken, dass alles funktioniert gleich. Ich habe wirklich tagelang jetzt beim Einschlafen immer überlegt, wie fahre ich die ersten Runden, klappt alles, wie mache ich das, etc. Man will auch immer nicht zu langsam an die Sache rangehen. Aber ich denke mal, wir haben jetzt eigentlich ein ganz gesundes Setup gefunden hier. Also ich sehe jetzt hier im Display ganz genau Abgastemperatur, Ladedruck. Unten links habe ich Wassertemperatur, darunter habe ich auch direkt den Wasserdruck. Rechts habe ich Öltemperatur und Öldruck.
Also ich sehe wirklich alles. Bin natürlich auch tierisch gespannt, was die Reifen machen. Hab jetzt ja hier ein paar neue Slicks drauf. Die müssen auch erst ein bisschen eingefahren werden. Aber wird schon. Alter. Das ist jetzt schön. So, jetzt gerade taucht mir das EBD auf. Das heißt, das Auto ist definitiv hinten am Regeln. Ist schon mal geil. So, das heißt, das Auto überbremst hinten aber tatsächlich immer noch. Das kann jetzt natürlich daran liegen, dass die Reifen hinten kalt sind. Thank you.
klang zornig. Also unterhalten da drin ist nicht viel, weil es wirklich so krass zu fahren ist. Mhm. Also es ist jetzt wirklich wieder so viel Leistung, dass man echt schon Angst bekommt. Also gerade so im mittleren Bereich, wenn das Ding so ein bisschen dreht, halt wirklich krass. Aber bisher scheint wirklich alles so zu funktionieren, wie es soll. Waren jetzt 2-0 auf 2-2. Bin auf jeder Grad tatsächlich in Begrenzer reingefahren, weil er jetzt so schnell Begrenzer dreht. Und wir drehen schon 400 Umdrehungen mehr. Das zeigt, wie viel schneller man ist. Ich habe auf der Gegend gerade 2,20 oder so. Das und 100, 200 nebenbei einfach so 8,3 auf der Strecke. Das ist schon. Aber sonst so, also gefühlt alles richtig gemacht. Das mit dem Kippen macht er definitiv nicht mehr so stark. Mhm. Und es ist jetzt so, gerade in diesem Infield, du lenkst ein, das Auto fängt eher an, ein bisschen geradeaus zu fahren. Dass er erstmal ein bisschen untersteuert. Und Reifen habe ich jetzt vorne auf jeden Fall warm bekommen. Und hinten würde ich sagen auch. Wir sind zumindest genau bei 2-0. Deswegen. Auch, ja. Geil. Ja, ich würde sagen jetzt, wir gehen auf jeden Fall einmal rein, schon mal gucken, was das für eine Zeit schon mal so grob war. Ich denke mal irgendwie so 1,55, würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen. Und ich kriege tatsächlich immer noch das ABS vorne nicht zum Regeln. Hinten ja, wenn ich so auf die Kuppe zubremse, bei der Mausefalle auch. Aber so beim Normalbremsen hat er einfach zu viel, muss ich noch härter reintreten. Und ich habe sie schon ein paar Mal nach vorne gedreht. Also ich kann sie noch ein Tümchen weiter nach vorne bringen. Neue Belege müssen sie natürlich auch erstmal ein bisschen einfahren vorne. Ne? Aber erster Eindruck auf jeden Fall extrem gute. Das sah elegant aus.
Was ist da los? Irgendwas undicht. Ich habe leider die Befürchtung, dass es wieder die Ansaugbrücke ist. Also es war jetzt einfach so, dass er weniger Druck gemacht hat am Ende. Und du hörst es auch sofort, dass er richtig irgendwo abbläst. Also man hört es selbst akustisch schon. Aber da gibt es halt nicht viele Möglichkeiten, wo das sein kann. Dichtmasse ist da nirgendwo rausgedrückt oder sowas, ne? Also es geht eigentlich. Radarmuster? Schikane macht der schon jetzt richtig so, merkst du richtig so diesen Stuff. Ja. So, dass er so richtig, du kannst da so rüberfahren. Ja, yeah, das meinte ich ja mit dir, die Fliehkräfte kommen dir dann zur Hilfe. Sieht ganz anders aus, komplett. Allein hier, wenn du schon T13 jetzt anbremst, reinfährst in die Kurve, komplett andere Liga. Aber siehst du, dass du Druck verlierst auf dem Display oder was? Ja, hörst du auch. Nächste Baustelle. Leider wieder Turboladerlose. Wir blenden das mal ein. Ich konnte wirklich gerade mit dem Finger die Mutter drehen auf dem Turbolader. Das soll halt definitiv nicht so sein. Also meine M10-Variante fruchtet auch immer noch nicht so. Und ich habe schon Nordlock-Scheiben drunter. Ich habe es mit dem richtigen Zeug entfettet, sauer gemacht. Ja, Kleber und Dichter stolz auf mich, dass ich tatsächlich mal richtig gemacht habe. Mit allem drauf, keine Ahnung. Also, aber wie hast du es gemerkt? War das Auto langsamer oder? Nein, also ich habe ja angehalten, weil ich gemerkt habe, dass er zu wenig Laddruck macht. Das ist nochmal eine andere Baustelle. Und dann gucken wir hier so drauf und sehen halt, ah, Krümmer auch schon wieder los. Mhm. Weil es ja in gewisser Weise schon ein Service-Teil mittlerweile ist. Krass, ne? Und ja, das Einzige, was ich jetzt machen konnte, ich konnte Drosselklappe und Ansaugbrücke einmal nachziehen. Weil dadurch, dass das Auto ab und an im Leerlauf auch schon ausgegangen ist, ist das ein Zeichen dafür, dass irgendwo zwischen Drosselklappe und Motor die Undichtigkeit ist. Ich konnte es jetzt einfach nur einmal nachziehen, fahre jetzt nochmal eine Runde. Wenn er jetzt wieder zu wenig Druck macht, müssen wir halt abbrechen. Weil das ist auf jeden Fall nicht Sinn. Aber sonst so okay, gut, hat Spaß gemacht. Aber einmal testen wir das. Von Runde zu Runde schlechter leider. Okay. Also bin losgefahren, da war es okay. Und da merkst du aber von Runde zu Runde, dass er weniger macht und das Geräusch, wie er abbläst, wieder mehr wird. Ja, die Mutter ist jetzt auch ganz weg. Ach krass, okay. Ganz runter. Alter, aber dann kann es tatsächlich doch sein, dass nicht das System undicht ist, sondern dass er da ladermäßig so abfällt. Der Lauf hält aber jetzt, ne? Bisschen besser zu wissen. Ja. Ja. Komm mal ran holen, der soll einmal ringsrum eine Naht ziehen. Ich kann innerhalb von 5 Stunden so eine Mutter weg sein. Und die habe ich wirklich mit der 3/8-Zoll-Knarre da gerade volles Ballett angewichst. Ja. Liegt sie auf dem Kummer? Oder ist sie ganz weg? Ey, die ist ganz, ganz weg, ne? Weil man hört es jetzt ja auch, ne? Ja, ja. Habe ich da schon auf der Brücke gesagt, ich sage, das Ding ist undicht. Aber beim Losfahren war aber besser? Beim Losfahren war es 100%ig. Ja, okay. War, kann immer schlimmer sein. Kann immer schlimmer sein, aber wegen so Kleinigkeiten ist ja kacke. Also wir müssen auf jeden Fall zu Hause das Problem mit den Krümmerschrauben in den Griff kriegen. Ihr könnt ja nochmal sagen, was ihr machen würdet. Wir haben jetzt einen 10er Stehbolzen, wir haben Nordlockscheiben, wir haben es entfettet, wir haben Schraubensicherungen drauf gemacht und es hält wirklich gar nicht. Ja, wie sieht's aus? Also ich würde sagen, Abbruch für heute. Das bringt so nichts.
bin mir jetzt nicht sicher, ob tatsächlich an Antropo was undicht ist oder der undichte Krümmer tatsächlich so viel Lado kostet, was auch sein kann. Fakt ist, macht zu wenig. Wir haben die ganzen Loks, da kann ich in Ruhe wieder ein bisschen reingucken. Ab nach Hause und ich denke mal, das erste, was ich machen werde, ist einfach auf den Turbolader mal Druck machen, ansaugseitig, und das ganze System mal abdrücken. Dann höre ich sofort, ob er irgendwo nicht ist oder nicht. Aber in Summe kann man auf jeden Fall sagen, Setup gefällt mir so. Also fuhr deutlich, deutlich sicherer, deutlich besser, Bremse beißt. Ist der Wahnsinn, wie stark man da reintreten muss, also wie stark das Auto verzögert, wenn dann doch vorne mal das ABS anfängt zu rattern. Wobei das ABS wirklich jeden Cent wert ist, weil man merkt unterm Fuß noch nicht mal, dass das ABS regelt. Also das ist wirklich krass. Und nee, das macht alles das, was soll. Das Auto gibt ein extrem sicheres Gefühl diesmal, was letztes Mal nicht war. So, bringt uns aber alles nichts, wenn wir nicht fahren können. Deswegen ab nach Hause und einmal abdrücken. Zurück vom Bilzer Berg. Erstmal ganz kurz. Ich brauchte erstmal 24 Stunden, um zu verarbeiten, was da eigentlich passiert ist. Weil, wie soll ich es beschreiben? Es ist für mich wirklich immer noch beeindruckend, ich muss das an der Stelle einfach jetzt mal sagen, wie gut dieses Auto funktioniert hat. Wir sind beschleunigungsmäßig auf Niveau von einem GT3, definitiv 8 Sekunden 100, 200, da brauchen wir uns nicht mit verstecken. In diesem Setup schon, mit diesem Getriebe, langsam geschaltet, ohne Flatshift, ohne alles, wirklich muss ich sagen, geil. Zum Thema Turbolader. Alles richtig gemacht. Ich habe im Log gesehen, da gehen wir allerdings im nächsten Video noch mal ein bisschen detaillierter ein. Motor, alles Taco, alles gut, alles in die richtige Richtung gegangen. Kälter, weniger Klopfneigung, alles geil, alles entspannt. Turboloch, da wollte ich noch einmal drauf zu sprechen kommen. Schon merklich da, also durch das große HEE-Abgasgehäuse kommt der Lader natürlich ein bisschen träger. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das merkt man wirklich nur unterhalb von 5000. Wenn ich das Auto wirklich richtig, richtig schnell auf der Strecke bewegen will, brauche ich es nicht, weil ich fahre ja immer überhalb von 5000. Wenn das jetzt ein, ich sag jetzt mal, wenn das jetzt für einen Hobbybereich wäre, ist das wieder ein anderer Punkt, weil nicht jeder optimiert ein Auto so perfekt für eine Rennstrecke, dass man immer genau in dem Bereich ist. Es ist halt einfach so, dass diese Motoren, unabhängig von dem Abgasgehäuse, bis 5000 relativ träge sind. Liegt allerdings daran, dass wir das Ganze ja so abgestimmt haben, dass wir nicht über diese 400, 425 Newtonmeter kommen, damit das Ganze halt hält. Das heißt, diese 400 Newtonmeter liegen bei 4000 an, aber das Auto beschleunigt damit einfach nicht. Da würde jetzt auch ein kleinerer Turbolader auch nichts dran ändern. Der würde in dem Moment vielleicht 500, 600, 700 Newtonmeter machen, wobei 700 nicht, aber der würde vielleicht 500, 600 Newtonmeter machen. Das könnten wir aus dem vielleicht auch rauskitzeln, wollen wir allerdings nicht, weil dann alles auseinanderfliegen soll. Das heißt, in Summe kann ich einfach sagen, mich stört das größere Turboloch definitiv nicht, weil es ist umso beachtlicher, wenn du so bei 4.500-5.000 Drehungen bist, wie das Ding dann am Gas hängt. Es ist immer noch der kleine Motor, das heißt, der Tag wird kommen, wo wir den großen einbauen mit gemachtem Kopf und mehr Drehzahl. Das heißt, wir legen einfach mal 500-800 Umdrehungen oben drauf und schon ist das Drehzahlband wieder einfach ein Volltraum. Nee, aber in Summe kann man wirklich sagen, alles, was wir uns in den letzten Videos über Winter überlegt haben, hat alles wirklich so performt, wie wir uns es gewünscht haben. Leider war im ersten Turn hatte ich den Laptimer nicht an. Ist wirklich reine Vorsichtsmaßnahme von mir, weil ich weiß, sonst wäre ich nicht rausgefahren, sondern wäre wieder Runde für Runde für Runde gefahren. Aber als ich das Videomaterial am Ende angeschaut habe, kann man natürlich einfach über GoPro eine Zeit mitnehmen. Wir waren da tatsächlich in den ersten Runden schon in dem Bereich, wie wir vorher als Rekord gefahren sind, also 1,53,0. Was wollt ihr essen? Ich nehme tatsächlich einen Gyros-Teller ohne Zwiebel. Mit Pommes. Auch? Aber mit Zwiebeln, ne? Ja. Einmal mit, einmal ohne Zwiebeln. Ja. Wir sind jetzt schon auf Niveau vorher gefahren. Und das, obwohl da noch so viel Luft und Potenzial war. Es ist wirklich unglaublich. Also ich freue mich aufs nächste Mal fahren. Meine Prognose ist, da werden noch 2-3 Sekunden kommen. Aber jetzt müssen wir die Technik erstmal wieder standfest machen, dass wir beim nächsten Mal wirklich ballern, ballern, ballern können. Weil diese Undichtigkeit ist einfach nervig. Ich habe es bis heute nicht verstanden, wie innerhalb von so wenigen Runden einfach diese ganze Mutter abhauen kann. Wir haben sie wirklich mit einer Knarre festgezogen. 3-4 Runden, bumm, war die Mutter weg. Ich werde jetzt zu der Variante greifen, auch wenn es dem einen oder anderen nicht gefällt. Ich werde hammerhart den Turbolader auf den Krümmer festschweißen. Und sollte irgendwann mal was dazwischen kommen, muss ich es halt abflexen. Aber ich will dieses Problem nicht nochmal haben. Letzter Punkt für dieses Video. Wir gucken jetzt, ob es nur an der Verbindung Turbolader-Krümmer liegt, dass der Ladedruck runtergeht, oder ob hier irgendwo noch eine Undichtigkeit schlummert. Und das machen wir folgendermaßen. Ansaugung ab, Adapter drauf. Wir können jetzt hier einfach Druck drauf machen.
und können jetzt gleich hören, ob er irgendwo abbläst. Das heißt, wir blasen das ganze System einmal mit Luft ab. Wir blasen mit Luft ab. Klingt irgendwie komisch. Wir setzen das ganze System unter Druck. 1,5-2 bar und gucken, ob hier irgendwo was rauspfeift. Zur Not nehmen wir ein bisschen Glasreiniger und sprühen so ein paar Kanten ein und gucken, ob es anfängt zu bluren. Jetzt sieht man nämlich auch schön, wie irgendwann jetzt hier Wastegate aufgeht, weil er halt das ganze System gerade unter Druck setzt. So, alter Sahara-Trick, Zündung anmachen und ihr seht richtig schön auf der Ladedruckanzeige, mit wie viel ihr ihn gerade abdruckt. In unserem Fall 1,6 bar. Das ist auch erstmal okay, da wollen wir ja auch hin. Ja, man hört leider schon ein bisschen was pfeifen. Also das Gute ist schon mal, die Stelle, die vorher undicht war, die Dichtfläche hier, die ist dicht. Das hat funktioniert. Weil sonst würde jetzt hier sofort Bläschen kommen. Die kommen aber nicht. Ha! Ja, wie ihr seht, sind tatsächlich alle anderen Stellen undicht. Was jetzt erstmal nicht so schlimm ist, das kann halt einfach sein, dass ich da wieder ein bisschen gespart habe und nicht so viel Dichtmasse eingesetzt habe. Aber wir gucken mal, was jetzt passiert, wenn ich diese Schraube hier rausdrehe. Fehler gefunden. Diese Befestigung von der Einspritzgalerie hat scheinbar ein Durchgangsgewinde. Okay. Dann ist natürlich klar, warum das Ganze abpfeift. Also, die Ansaugbrücke hat ein Durchgangsloch, eine Durchgangsbohrung, wo dann ein Einsatz fürs Gewinde ist, was schon mal gut ist. Problem ist natürlich, von der Seite kommt Ladedruck. Und eine Schraube ohne Dichtmittel ist an der Stelle natürlich nicht dicht. Das heißt, wir wissen jetzt immerhin, wo es herkommt. Also die Brücke an sich hat nichts. Es war jetzt auch nicht so viel, dass man hier von einem Riss reden kann. Ich muss es natürlich trotzdem komplett kontrollieren. Aber wir können so viel sagen, es liegt definitiv an den Verschraubpunkten. Weil ihr habt ja gesehen, es pfeift hier raus, es pfeift da raus, es pfeift da raus. Man darf immer nicht vergessen, das ist halt eine gedruckte Ansaugbrücke. Ja, 3D gedruckt. Ich finde es überhaupt Wahnsinn, dass die überhaupt so lange hält. Aber HRE hat damals gesagt, bis 3 bar überhaupt keine Probleme. Und bisher macht sie das auch mit. Jetzt ist es natürlich bei meinem Hardcore-Einsatz mit dem starren Motor und so. Diese Schraubverbindungen arbeiten natürlich irgendwo immer. Und da hätte ich wissen müssen, wie auch immer, dass man die Schrauben natürlich alle abdichtet. Das heißt, wir müssen alles, was an die Ansaugbrücke rangeschraubt ist. Das sind die Punkte. Hier von unten sind auch noch ein paar Schrauben, das weiß ich. Das müssen wir einmal alles abdichten. Und dann ist auch das dicht. Okay. Ja. Also Zusammenfassung, Ansaugbrücke eigentlich dicht, alle Schraubverbindungen undicht. Das dichten wir jetzt genauso ab wie die Flanschplatte, dann sollte da auch Ruhe sein. Und hier schweißen wir den Turbolader fest und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich weiß es noch nicht, aber wir sind auf jeden Fall dieses Wochenende auf dem Salzburgring beim Motortag von dem Mario Moser. Ich denke mal, ich nehme den aber mit. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich ja nicht, aber ich werde es tun. Danach das Wochenende Polybauer Track Day in Oschersleben. 5.5. gibt es übrigens noch Tickets, könnt ihr auch mitfahren. Sonntags Grip-Event in Oschersleben, gibt es auch noch Tickets. Und dann wird wieder Bilzerwerk sein. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.